Ja, als nächste Vortragende darf ich Nico Maas, Daniel Fett und Martin Strube begrüßen. Diese drei Herren werden uns jetzt etwas darüber erzählen, wie sie eine Audioinstallation mit einem Pi im Museum in Hermeskeil umgesetzt haben. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Daniel. Wie er gerade schon gesagt hat, geht es um eine Audioinstallation in einem Museum. Das war ein ziemlich interessantes und am Ende relativ kurzfristiges Projekt. Also erstmal, worum geht es überhaupt? Warum brauchen wir einen Pi in einem Museum? Das Ganze hat angefangen mit dieser E-Mail, die ich bekommen habe. Der Raspberry Pi als Ersatz für einen Windows 98 PC im Hochwaldmuseum Hermeskeil. Hallo CMD-Verein, ich hoffe auf eure Hilfe und Sachkenntnis. Die Mail ging natürlich weiter an der Stelle. Und diese Mail kam von Martin und Martin hat, den habe ich eingeladen, uns mal zu erzählen, was es genau damit eigentlich auf sich hatte. Bitte schön. Ja, hallo, also Martin Strube ist mein Name, ich leite seit 5 Jahren jetzt das Jugendzentrum in Hermeskeil. Ja, für die Aufzeichnung. Ich leite seit 5 Jahren das Jugendzentrum in Hermeskeil und beschäftige mich hobbymäßig ein bisschen mit Computern, kann da so ein bisschen reparieren, neu aufsetzen, so Geschichten kann ich ganz gut. Und mein Vorgesetzter kam zu mir, Herr Strube, Sie können doch gut mit Computern, können Sie nicht mal gucken, ob Sie im Museum den Amtsschüttel wieder zum Reiten und zum Wiehern bringen. Also Sie haben da so eine Installation, ich habe mir das dann angeguckt mit meinem Vorgesetzten, da dreht man einen Zylinder und dann läuft allerdings über Relais gesteuert, strommäßig, das ist eher was für Elektriker, CD-Player los und dann wiehert der Amtsschimmel und galoppiert. Das war das eine. Und das andere, was nicht funktionierte, war eben diese Konsole, in der Zeitzeugen, also ein Mensch aus dem Mittelalter, eine Dame aus Rom und ein Jünger der Neuzeit sich unterhalten über verschiedene Themen. Das lief nicht mehr. Und dann habe ich mir das angeguckt, hinterm Schrank war dann so ein riesen Big Tower. Den Rechner haben wir zuerst einen Monitor organisiert, weil da lief kein Monitor dran. Den Rechner hoch blieb direkt am Anfang stehen, irgendein Problem im Prozessor. Also müsste man eigentlich nur Enter drücken, dann fährt der Rechner wieder hoch und wäre auch nutzbar. Aber das kann man von den Museumsangestellten, die zum Teil die 60 schon erreicht haben, dann auch nicht unbedingt verlangen. Die wollen Sicherung reinmachen und dann läuft das Ganze. Also habe ich mir überlegt, okay, ich versuche mal den Rechner neu zu machen. Hat dann auch noch einen Windows 98 Rechner, 20 Jahre alt. Den habe ich 2-3 Mal neu hochgefahren, da war der auf einmal auch kaputt. So, und dann stand ich vor dem Problem, wo kriege ich Board? Das Ganze war also über Parallelschnittstelle mit dem Schaltpult verbunden und mit den Boxen. Also ich hätte das höchstens reproduzieren können, indem ich Parallelschnittstelle und Windows 98 nochmal irgendwie das Ganze da aufsetze. Da war ich dann am Ende mit meiner Weisheit, hatte aber diesen Raspberry zu Hause rumliegen, den wollte ich mal als Medien-PC für meinen Fernseher nutzen, der war mir aber zu langsam dafür und deswegen lag der nur da rum. Und dann kam mir so die Idee, das könnte man vielleicht darüber realisieren, weil es da ja ganz viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Da habe ich zuerst mal in einem Forum gepostet und die meinten, ja, ist kein Problem, lest da mal die und die Seiten durch. Ja, und dann stehe ich da vor lange Dinge, von denen ich wirklich gar keine Ahnung habe, mich nicht auskenne. Und so kam dann der Gedanke, ich habe mal irgendwo, entweder im Volksfreund oder irgendwo im Internet gelesen, dass es hier dieses Raspberry Pi, diese Gemeinschaft gibt und habe dann halt angeschrieben und gefragt, ob die mir vielleicht helfen können. Und ja, das ging dann relativ kurzfristig und sehr freundlich und super ab. Und ich bin da immer noch sehr dankbar, weil ich würde wahrscheinlich heute noch an der Realisierung sitzen, wenn die mir nicht geholfen hätte. Okay. Du hast auch gesagt, dass die den Windows 98 PC immer hart runtergefahren haben, ne? Ja, der ist einfach mit der Sicherung ausgeschaltet. Und das aber, muss man ja sagen, hat 20 Jahre lang funktioniert. Also, ja. Das ist schon ziemlich erstaunlich, dass ein Windows 98 PC das überhaupt 20 Jahre mitmacht. Gut, also das war das Problem. Wir hatten natürlich darüber dann schon ein bisschen E-Mail-Kontakt. Und ich habe dann auch gesagt, Martin, schick mir doch mal ein paar Bilder zu, damit ich weiß, ob man bei der alten Installation, ob man da überhaupt noch was retten kann. Und wenn ja, was? Die Bilder habe ich hier mal auf die Folien gepackt. Das hier ist das Objekt, um das es geht. Das ist ein schönes Edelstahl-Schaltpult mit 6 industrietauglichen Schaltern darin. Also da können die Kinder draufdrücken, wie sie wollen, die gehen nicht kaputt. Und damit kann man insgesamt 3 verschiedene Soundfiles starten und stoppen. Deswegen haben wir 6 Schalter da dran, also jeweils ein und aus. Und in den Soundfiles wird dann so im Grunde ein Zeitzeugengespräch nachgestellt. Natürlich, da es sich hier um das Heimatmuseum Hermeskeil handelt, hat es auch irgendwas mit Römern zu tun und so weiter. Gut, wir haben uns natürlich für die technische Seite davon interessiert und die sah so aus.
Das ist der besagte Big Tower. Wir haben da dran eine Installation, die sich, wie er schon gesagt hat, irgendwie an den Parallelport da knüpft. Hier gucken irgendwelche Kabel raus, die da so einfach rausgelegt worden sind. Die Stecker sind alle professionell beschriftet. Und das Beste ist, man sieht es jetzt hier leider aufgrund des Kontrastes nicht so richtig gut, das hier sind zwei Aktivlautsprecher, die sind irgendwie aneinander gemontiert worden und oben rein zwei Sub-D25-Buchsen, wo dann irgendwie der Parallelport angeschlossen wird. Also genau, hier haben wir es nochmal größer. Ich weiß gar nicht, also es sind glaube ich die ersten Aktivboxen mit Parallelportanschluss. Und irgendwie ging das Ganze dann weiter zu diesem Panel da oben. Du hast, glaube ich, auch noch gesagt, das war eine kommerzielle Lösung, ne? Das war eine eigene. Hat die Firma wohl für richtig Geld damals in dem Zentrum installiert. Genau. Also für alle, die über den Stream zugeschaltet sind, das war tatsächlich eine kommerzielle Lösung, die von einer Firma installiert worden ist. Also wir wissen jetzt nicht, wie die Firma heißt, aber wir würden jetzt nicht unbedingt empfehlen, dort eine Lösung bauen zu lassen. Genau. Also falls Ihnen jemand Lösungen mit Parallelport-Steckern empfiehlt, laufen. Gut, die Hardware ist natürlich immer nur die eine Hälfte des Projekts, die andere Hälfte des Projekts ist die Software und um die war es nicht wesentlich besser gestellt. Die sah nämlich so aus. Die Bilder sind leider ein bisschen unscharf, aber man erkennt alles, was man erkennen muss. Eine Software namens Toolbook, die ursprünglich gestaltet wurde, um Nicht-Programmierern es zu erlauben, so Multimedia-Anwendungen zu erstellen. Die Firma oder diese Software zumindest gibt es auch tatsächlich noch und was man mit der Software, was heute empfohlen wird, was man mit der Software machen kann, ist zum Beispiel Sachen, die dann nachher auf eine CD gebrannt werden. Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt eine Software erstellt haben, die so schön auf eine CD gebrannt. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Und das Ganze lief auf Windows 98, wie er eben schon gesagt hatte, und war dann so schön in dem Autostart im Startmenü da untergebracht, damit dann dieses Toolbook automatisch startet und diese Soundfiles abspielt. Ich möchte aber gar nicht wissen, wie eigentlich die Signale vom Parallelport an dieses Programm drangekommen sind. Also das, da ich die Software nicht selbst hatte, habe ich das auch nicht weiter untersucht, aber es ist wahrscheinlich auch besser so. Gut, also das war das Problem, vor dem wir standen. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn damit machen? Wie können wir diese Installation umsetzen? Und die Idee war wie folgt. Wir nehmen den Windows 98-Rechner und schmeißen ihn raus. Wir nehmen weiterhin die Software Toolbook und ersetzen sie. Wir nehmen außerdem diese ganze Parallelport-Kabelei und verzichten auch auf sie. Und natürlich diese Aktivboxen mit Parallelport-Anschluss schmeißen wir auch raus und ersetzen das Ganze durch einen Raspberry Pi plus 2 plus Aktivlautsprecher und fertig ist die Kiste. Also im Grunde ganz simpel. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie diese Schalter mit dem Raspberry Pi verbinden. Und das war ja auch das, weshalb der Martin uns dann geschrieben hat. Da muss man dann halt ungefähr wissen, wie das geht und vielleicht sowas auch mal gemacht haben. Und falls jetzt jemand hier sitzt, der auch so eine Museumsinstallation hat, möchte ich das mir jetzt im Detail erklären, was wir da eigentlich gemacht haben. Also wir haben diese 6 Schalter, jeweils ein und aus. Und jetzt kann man Schalter ganz einfach mit dem Raspberry Pi verbinden. Wir haben ja am Raspberry Pi diese schönen GPIO-Ports. GPIO, also für General Purpose Input Output, also man kann damit Signale eingeben und ausgeben. Und in diesem Fall möchten wir ja ein Signal eingeben. Wir möchten das Signal, dass der Button, der Taster gedrückt ist, an den Raspberry Pi geben. Und das ist im Grunde ganz einfach von der Verkabelung her. Wir gehen also hin, nehmen uns einen GPIO-Port, zum Beispiel den GPIO2, und schließen dort den Taster an, das ist dieser Kasten, den man hier sieht, der in diesem Fall jetzt nicht gedrückt ist, und verbinden das Ganze auf der anderen Seite, zum Beispiel mit dem 3,3 Volt Pin. Das heißt, sobald ich den Taster drücke, fließt ein Strom und der Pin kann natürlich den Unterschied zwischen Strom fließt und Strom fließt nicht feststellen. Zum Beispiel, wenn der Taster nicht gedrückt ist in diesem Fall, dann meldet der Pin uns einfach eine 0. Und wenn der Taster gedrückt ist, der Strom also fließt, dann meldet der Pin uns eine 1. Wenn ich den Taster wieder loslasse, meldet er wieder eine 0. Also im Grunde total simpel. Ist es so simpel in der Praxis? Nein, leider nicht immer. Wenn wir uns nämlich dieses Kabelchen da anschauen, was von dem GPIO-Pin in den Taster reinführt,
dann sehen wir, dass dieses Kabel an einem Ende ja offen ist. Und ein Kabel, was an einem Ende offen ist, das funktioniert ausgezeichnet als Antenne. Und das ist genau das, was passiert, wenn man so einen Taster an so einem Gerät anschließt. Solange der Taster nicht gedrückt ist, funktioniert das eine Kabel als Antenne. Das heißt, man empfängt alle möglichen Störungen aus der Umgebung. Das kann man auch nicht wirklich verhindern. Und der Taster, der meldet mal eine 0 und mal eine 1, also der Pin. Weil diese Pins sind extrem empfindlich, da reichen schon kleinste Störungen aus, um halt eben zwischen einer 0 und einer 1 einen Unterschied zu machen. Und deswegen gibt es ein simples Konzept, was man da anwendet. Man nimmt einen sogenannten Pull-Down-Widerstand. Der Pull-Down-Widerstand ist ein großer Widerstand, zum Beispiel so 10 Kiloohm, den ich anschließe an die offene Leitung sozusagen und auf der anderen Seite mit Ground verbinde. Der sorgt dafür, dass ständig ein kleiner Strom nach Ground abfließt. Und wenn ich irgendwelche Störungen reinkriege über die Antenne, dann fließen diese Störungen komplett ab. Wer hat schon mal, oder wem war dieses Konzept jetzt nicht ganz unbekannt? Ja. Ja, ich habe mir vorgenommen, das wirklich so zu erklären, dass hier jeder nachher rausgeht und weiß, was ein Pulldown ist. Ist das eine Frage oder ist das eine späte Meldung? Ja. Wir haben ein ähnliches Konzept aus dem Jeopardy noch zu verstehen. Ja. Und gibt es Vorteile gegenüber der Pull-Down-Methode, gegenüber der Pull-Up-Methode, wenn ich das auf Ground lege? Und B, reichen die Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände in dem Fall schon verbaut? Dazu komme ich gleich. Ob das Pull-Up, Pull-Down sich unterscheidet, im Grunde nicht. Also es hängt manchmal davon ab, was man da noch für eine Schaltung drumherum hat. Aber im Grunde kann man beides machen. Also ich wollte das jetzt noch kurz erläutern, das Prinzip, deswegen habe ich dieses altmodische Gerät hier. Ich meine, wir haben auch von Windows 98 PCs geredet, dann kann ich auch mal so ein Teil auspacken. Ne? Also ein Pulldown ist im Grunde ganz simpel. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Regentonne oder so ein Regenbehältnis. Ne? Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Kann man das noch scharf stellen? Weiß nicht. Ja. Oder sind die Dinger immer so unscharf? Naja. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Gefäß. Und in diesem Gefäß, da haben Sie hier oben so einen Schwimmschalter eingebaut, der halt einfach feststellt, wenn das Wasser eine gewisse Füllhöhe erreicht hat, dann ist die Tonne voll und dann wird irgendwas gemacht. Dieser Taster da oben, das ist jetzt unser GPIO-Pin. Das heißt, der stellt fest, der gibt uns nachher eine 1 oder eine 0 raus. Und was wir jetzt wissen möchten, ist, ob über diesem Gefäß ein Wasserhahn offen ist oder nicht. So, also nicht die klassische Regentonne, sondern wir sagen, wenn hier oben Wasser rauskommt, dann soll der hier eine 1 rausgeben, ansonsten soll der eine 0 rausgeben. Das Problem ist, unsere Tonne ist oben offen und es regnet ab und zu rein. Das heißt, wir haben hier ständig ein bisschen Wasser, was von oben reintropft. Das sind die Störungen, die wir eben in der Leitung hatten, die ich da auch eingezeichnet hätte. Und deswegen bauen wir unten in unser Gefäß ein kleines Loch ein. Das ist der Pull-Down-Widerstand. Der sorgt dafür, dass wenn das nur ein bisschen in diese Tonne reinregnet, dass das Wasser ganz einfach hier unten abfließen kann. Das heißt, solange es nur regnet, also solange nur diese Störungen da sind, passiert nichts und der Schalter, der wird niemals auf 1 gehen. Aber wenn ich jetzt den Wasserhahn hier oben aufdrehe und da massenhaft Wasser rauskommt, dann ist es natürlich so, dass die Tonne sich relativ schnell füllt, obwohl unten ein kleines Loch drin ist. Das heißt, da fließt zwar ein bisschen was ab, aber im Großen und Ganzen füllt sich die Tonne dann doch irgendwann. Und der Schalter wird uns dann irgendwann, wenn wir einen gewissen Pegel erreicht haben, eine 1 melden. Das ist also der Pull-Down-Widerstand, das kleine Loch unten drin, was dafür sorgt, dass die Störung, also in diesem Fall der Regen, abfließt. Okay, jetzt ist das Schöne. Wir brauchen zwar eigentlich einen Pull-Down-Widerstand an unserer Schaltung, aber wir brauchen ihn dann wiederum nicht wirklich, denn die Pull-Down-Widerstände haben wir im Raspberry Pi bereits eingebaut. Die kann man einfach mit der Software aktivieren. Man kann einfach sagen, ich hätte jetzt gerne einen Pull-Down-Widerstand auf diesem Pin. Und dann wird der Pull-Down-Widerstand aktiviert
Man braucht ihn also in der Schaltung nachher gar nicht physikalisch anzuschließen. Man muss ihn nur aktivieren. Gut, damit sind wir wieder bei der einfachen Verkabelung, die wir vorher hatten. Und das Ganze wiederholen wir natürlich für jeden Taster einmal. Wir haben 6 Taster, also müssen wir das Ganze 6-mal wiederholen. Wir haben uns überlegt, als wir das Ganze angeschlossen haben, dass wir von den GPIO-Pins, der Raspberry Pi hat ja einige, dass wir einfach diese erste Reihe hier nehmen. Warum? Ganz einfach. Wenn der Martin das Ganze nachher zu Hause anschließt, muss er dann nicht überlegen, welcher Pin, welcher Taster musste jetzt nochmal mit welchem Pin verbunden werden. Sondern er hat einfach einen Stecker und kann sich merken, okay, den muss er da oben einstecken. Die anderen kommen dann praktisch automatisch mit, weil die alle in einer Reihe liegen. Deswegen haben wir hier die ersten, ersten 8 Pins verwendet. Den Ground haben wir nicht belegt. Ja. Also da haben wir dann schlussendlich unsere Taster angeschlossen. Gut, das war also die Idee. Das war das, was wir umsetzen wollten. Das war auch relativ klar, nachdem ich die Bilder gesehen hatte, dass es irgendwie auf so eine Lösung hinausläuft. Ich habe dann dem Martin einen Termin angeboten, dass wir uns treffen. Wir haben ja hier in Trier das Maschinendeck, so ein Hackerspace, wo wir dann ja, gelegentlich mal ein bisschen basteln und so. Das ist natürlich auch die beste Gelegenheit, um so ein Projekt umzusetzen. Wir hatten eine kleine Kommunikationsschwierigkeit. Das heißt, ich war mir gar nicht so sicher, dass der Martin kommt. Ich habe es vielleicht auch zwischendurch so ein bisschen wieder vergessen. Auf jeden Fall saß ich dann abends da und dann kam der Martin rein. Und ich kannte ihn ja vorher auch nicht, aber dann kannte ich ihn und er hat das Panel mitgebracht. Ich war etwas überrascht davon, ich war auch nicht vorbereitet, ich hatte keine Hardware dabei. Aber wir haben dann beschlossen, wir lassen den jetzt nicht zweimal fahren, er kommt ja extra aus Hermeskeil nach Trier, ist ja schon ein weiter Weg. Und wir möchten ihn jetzt nicht zweimal fahren lassen, wir machen das jetzt. Glücklicherweise war dann auch Nico da, der war natürlich genauso unvorbereitet wie ich, aber Nico hatte da noch was Wichtiges, was für das Projekt von entscheidender Bedeutung war. Insbesondere ist er schnell nach Hause gefahren, hat ein bisschen Lötzeug geholt, die Heißklebepistole, ein paar Kabel und ein paar Stecker und damit haben wir dann losgelegt, haben uns an die Arbeit gemacht. Der erste Blick galt natürlich dem Inhalt dieses Panels. Was ist denn da eigentlich außer den Schaltern noch drin? Ich habe ja Böses erwartet, dass da noch so ein zweiter halber PC drin steckt oder so. Nein, es war im Grunde ganz leer. Das Einzige, was drin war, waren diese Schalter. Und die Schalter, die mussten wir erstmal durchmessen. Das war nicht so ganz einfach, weil die hatten auch noch eine Beleuchtung dran. Und insgesamt war es nicht ganz so leicht zu verstehen, was da vorher schon so verkabelt war. Aber wir haben es dann relativ schnell rausgefunden und haben diese Schalter, die Taster dann entsprechend angeschlossen. Was wir nicht angeschlossen haben, war die Beleuchtung davon. Dafür hatten wir nämlich kein passendes Netzteil. Das hätten wir zwar, ich glaube, 6 Volt wollten die, dann hätten wir die auch an 5 Volt anschließen können. Die hätten auch den Raspberry Pi versorgen können. Aber wenn wir die angeschlossen hätten, dann hätte es das Netzteil gegrillt, weil diese Taster, da waren noch richtige Glühbirnchen drin. Oder ich glaube, es waren so Mehrfach-LEDs oder so. Auf jeden Fall haben die ein bisschen Strom gezogen. Das heißt, die haben wir erstmal unverkabelt gelassen. Theoretisch könnte man die später noch anschließen. Aber eigentlich findet die Buttons ja jeder im... Oder hat schon mal wer jetzt Rückmeldung gegeben? Ich finde die Buttons nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Zeitreise seitdem überhaupt... das Heimatmuseum Hermeskeil ist jeder eingeladen, muss man aber vorher Termin machen. Also, ja. Das ist schon irgendwie dauerhaft geöffnet. Von daher... Ja. Und dann haben wir das Ganze also verkabelt, notdürftig die Kabel ein bisschen zusammengezogen und einen Stecker gebaut dafür, hochprofessionell. Eine kleine Pfostenleiste mit ein bisschen Heißkleber obendrauf für mechanische Stabilität. Aber hat ausgezeichnet funktioniert. Und dann haben wir das Ganze schließlich angeschlossen. Wir hatten noch Aktivboxen da. Haben die angeschlossen und im Grunde war damit die Hardware-Seite erledigt. Also wir haben das entkabelt, wie wir es vorhin gesehen haben. Hier ist nochmal ein Bild von dem Gesamtkunstwerk. Ja, ich habe also die Hardware gemacht und währenddessen hat Nico schon angefangen, die Software zu machen. Und ja, dazu kann er jetzt noch ein paar Worte sagen, weil es war wirklich wichtig, dass Nico das macht, denn er hatte das schon was in der Tasche.
Ja, ich hatte einen kleinen Heimvorteil, muss man ganz frech sagen. Und zwar für diejenigen, die beim letzten Mal bei der Palme More dabei waren, haben eventuell den Vortrag gesehen gehabt über eine kleine, sage ich mal, Kunstausstellung, die wir hatten, und zwar in Finnland, in Turku. Und die gute Melanie, die das doch damals dann geleitet hat, ist jetzt gerade mit dem nächsten Projekt unterwegs, auch tatsächlich jetzt. Nächste Ausstellung, diesmal in Tokio, in Japan. Auch sehr, sehr schön. Und der Vorteil, den ich dadurch hatte, war einfach, das war eine Audioinstallation gewesen und wir haben hier eine Audioinstallation und wir hatten damals vor Ort einfach ein paar Bewegungsmelder gehabt in Toko und hier haben wir halt eben Taster, aber das sind auch nur Schalter. Also konnte ich, sage ich mal, viel davon recyceln von dem bisherigen Projekt. Das heißt, im Besonderen ist es ein Python-Projekt, aber das, die Appliance selbst, also das Raspbian, was im Prinzip darunter liegt, ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, abgespeckt. Es ist extra besonders klein gehalten und hat eine Besonderheit, und zwar, dass alle programmwichtigen Teile, also zum einen mal die Software selbst, die wir da drauf haben, das Python-Skript, wie auch die Audiodateien, die wir auch abspielen wollen, alle praktisch auf der ersten Partition liegen. Die wurde ein bisschen vergrößert, wir haben da eine kleine FAT32-Partition und insbesondere ermöglicht das sowohl einem Künstler vor Ort als auch jetzt auch einem Museum, einfach die SD-Karte rauszuholen ohne Linux-Kenntnisse und einfach die Sounddateien verändern zu können, weil du steckst einfach einen PC rein, das Ding kommt direkt halt eben hoch als FAT32 und dann kann ich hier einfach drauf kopieren und dann kann ich es damit einfach schnell ersetzen. Und insbesondere war das System auch so umgestellt ein bisschen, dass es sehr, sehr viele nur Lesezugriffe macht und halt eben dann auch sehr, ich sage, sicher ist, selbst wenn man zu jedem Zeitpunkt mal den Strom klaut, dass möglichst da wenig kaputt gehen kann. Das ist das Besondere daran. Zu dem Skript selbst jetzt. Wir haben einfach gesagt Python benutzt gehabt, weil das relativ nah ist beim Pi. Und eine sehr schöne Bibliothek hat, und zwar heißt die Pygame. Pygame Mauszeiger ist, sehen wir nicht. Achso, Mauszeiger sieht man nicht. Okay, dann mache ich das jetzt einfach so. Ich habe einen Arm. Also Pygame ist hier oben eine relativ bekannte Bibliothek für Python. Das ist eigentlich hauptsächlich gedacht für Spiele zu schreiben, aber hat auch den besonderen Charme, dass es wunderbar mit Audiodateien umgehen kann, weil in Spielen sind ja dauernd irgendwelche Geräusche und Hintergrundgeräusche dabei. Und das war eigentlich einer der Hauptgründe. Dann die RPI GPIO. Es wird halt eben dort benötigt, um auf die General Purpose Input-Output Pins zuzugreifen. Und das Erste, was wir gemacht haben, hat man dann einfach dann dort definiert, welche Pins sozusagen welcher Schalter sind. Also wir haben hier den Kanal 1 On-Pin, wir haben Kanal 1 Off-Pin und so weiter für die einzelnen Kanäle 1 bis 3. Das ist das Erste, um mal zu wissen, wo die Schalter jetzt wirklich auf diesen GPIO-Pins liegen. Dann haben wir die Pins initialisiert in dem Modus GPIO-BCM, das heißt, das ist im Prinzip ein Benamungsschema, also welche ID sozusagen, welche Nummer jetzt auf welchen Pin zeigt. Und das BCM ist einfach dieses Standardschema, was Broadcom vorgibt, deshalb BCM. Der nächste Schritt ist sozusagen, die Pins auch erstmal als Eingang zu definieren, das heißt, dadurch, dass das GPIO-IN steht, wissen wir, das ist ein Eingang für einen GPIO-Port und das Pull-Up-Down, GPIO-Pull-Down, sagt halt mir einfach wirklich, dass wir diesen Pull-Down-Widerstand praktisch jetzt gerade dort ansetzen. Man verwendet auch lieber eigentlich einen Pull-Down-Widerstand aus einfachem Grund, und zwar, wir ziehen das Ganze praktisch immer auf Null runter. Wenn wir es hochziehen würden, würde dort dauernd Spannung bzw. ein sehr, sehr kleiner Strom drüber fließen. Man hätte das Ding dauernd logisch oben und das macht man einfach bei Transistoren und anderen Geistern einfach aus dem Gefühl nicht gerne, weil wenn ich es immer auf einen stromlosen Zustand ziehen kann, dann macht man das natürlich lieber, weil wo nichts ist, da tut auch nichts weh. Bei den Spannungen, von denen wir reden, kann sowieso nichts schief gehen und man kann sich nicht dran verletzen, aber warum die Logik die ganze Zeit einfach mit Spannung füllt, wenn man es einfach auch auf Null ziehen kann? Also ist einfach so eine Gefühlssache, warum man das macht. Dann haben wir im Besonderen jetzt drei Timestamps gezogen, das heißt also die Zeit abgefragt. Das liegt einfach an einer Besonderheit, und zwar Taster haben das Problem, dass sie prellen, so wird das genannt. Das heißt, wenn man einen Taster drückt, dann drückt man ihn im mechanischen Sinne nicht einmal, weil prinzipiell drücke ich hier nur drauf und dann ist der gedrückt, aber während der Schalter praktisch immer näher an den Kontakt kommt und diesen Kontakt schließlich schließt, gibt es in einem sehr kleinen Bereich den Zustand, dass er kurz, obwohl man ihn weiter runter drückt, den Kontakt herstellt und wieder loslässt sozusagen. Das heißt, wenn ich den Schalter einmal runterdrücke, finden eigentlich im Hintergrund so phantommäßig dann, aufgrund der extremen Sensitivität, wie Daniel schon sagte, von dem GPIO-Port, so 2-3 Tastvorgänge vor. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich nur, wenn ich ihn runterdrücke, dass er einmal gedrückt wird und nicht sozusagen bounced, also prellt, wie man dann sonst das Ganze sagt. Falls ich da kurz einwerfen darf, wir hatten am Anfang diese Entprellung, glaube ich, nicht drin. Und dann haben wir einmal gedrückt und haben irgendwie drei Römerinnen auf einmal gesprochen oder so. Ja, das war also immer so, das ist der Salve. Ich so, hä? Okay, gut. Sehr seltsam. Aber das ist einfach so. Deshalb nimmt man einfach im Prinzip die Idee, die dabei steckt, ist, man setzt sich einmal eine Zeitvariable, wertet dann praktisch das Ganze ab und
bildet so eine Zeitdifferenz. Das ist eigentlich auch wirklich dann, wenn der Schalter gedrückt wird, dann nimmt man einfach die jetzige Zeit und den vorher gemessenen Zeitstamp, den man hat, und guckt einfach, dass so eine Zeit von 0,3 Sekunden oder sowas seitdem vergangen ist, also mehr als das, damit man weiß, dass diese im Millisekundenbereich liegende Prellung sozusagen nicht stattgefunden hat. Und das ist eigentlich die einzige Idee. Man sagt einfach, man erlaubt nur, dass ein Tastendruck als Tastendruck wirklich dann auch wirklich wahrgenommen wird, wenn zwischen dem letzten Tastendruck mindestens 0,3 Sekunden vergangen sind sozusagen. Dann weiß man, okay, das war dann ein Mensch, der dann wirklich sehr hektisch draufdrückt, dann macht man das einfach so mehrfach. Aber ansonsten, wenn das, dieses Prellen kann man damit rausnehmen. Es gibt natürlich auch schönere Methoden, aber da wir so um bei dem Zeitpunkt so, ich glaube, auf so ungefähr 23 Uhr gingen und langsam ein bisschen müde wurden, das Projekt fertig machen wollten, haben wir gesagt, so machen wir das so, das ist so ein Standard in der Mikrocontroller-Programmierung, wie man das macht. Aber wir reden ja schon über Tastatdrücken, eigentlich möchten wir ja auch gerne Sounds abspielen. Das, was man dafür machen muss, ist einmal mit Pygame erstmal sagen, dass der Mixer, also sozusagen unser Schaltpult, unser Volumepult, zu initialisieren. Und dann haben wir praktisch drei Sounds definiert, Sound A, B und C, und haben die jeweils schon mal angelegt. Also wir hatten diese Sounds als Wave-Datei vorliegen und haben die dann einfach schon mal so vorgeladen. Das heißt, die waren dann in diesem Sound A, Sound B und Sound C, lagen die dann vor. Und wir haben diese Sounds jeweils auf eigene Kanäle gelegt. Also wirklich, wie man das so kennt, Stereokanal links, rechts oder sowas, kann man praktisch bei diesem Pygame eigene Kanäle definieren, die dann im Hintergrund unabhängig voneinander leben. Insbesondere könnte ich jetzt auch, wenn ich das wollte, alle drei Kanäle gleichzeitig sozusagen abspielen, übereinander, wenn ich das wollte. Also für so richtige, sag ich mal, Kunstobjekte kann man da jede Menge Zeug machen. Die sind dann vordefiniert und liegen dann schon mal im Arbeitsspeicher bereit. Das heißt, die kann man jederzeit abrufen. Und genau das machen wir dann, wenn dann ein Schalter gedrückt wird. Denn was dann passiert, sieht man hier. Wir definieren erstmal, dass der GPIO-Pin auf ein sogenanntes Event anspricht. Also wenn irgendwas bei den GPIOs passiert, dann soll er was tun. Und zwar, was soll passieren? Naja, zum Beispiel ganz unten C3-Off-Pin. Wenn der C3-Off-Schalter gedrückt wird und das GPIO Rising ist, das heißt, wenn die Spannung praktisch ansteigt, weil wenn ich den Schalter hier runter drücke, fließt der Strom. Wenn das passiert, soll ein sogenanntes Callback ausführen auf C3-Off. Das heißt, sobald er merkt, dass dieser Schalter gedrückt wird, soll er die Funktion C3-Off ausführen. Und das ist praktisch jetzt die Funktion, die dafür sorgt, dass das sozusagen abgespielt wird. Und zwar haben wir hier einfach so eine Funktion, die heißt All-Off. Und die sagt einfach, alle drei Kanäle stoppen. Und wenn diese gedrückt, und das gleiche gibt es auch für das C1, für die Kanal-On-Bestiftung. Also wenn ich auf den Schalter draufdrücke, der was abspielen soll, dann spielt er einfach seinen Kanal entsprechend ab. Und macht vorher noch alle aus, weil wenn ich dann jetzt gerade schon mal einen Sound am Abspielen bin und nicht auf den Stopptaster drücke und den anderen anfahre, dann habe ich genau dieses Phänomen, dass vielleicht dann mehrere Sounds übereinander abgespielt werden, dann verstehe ich eh nichts mehr. Also sage ich einfach von vornherein, alles andere abschalten dann und dann höre ich nur das, was halt eben jetzt dann gerade läuft. Und im Prinzip ist es das eigentlich auch schon. Das hier ist übrigens, was man hier macht bei dem Add-Event-Detect, ist praktisch im Prinzip Interrupt-Service-Routine, die man dort definiert. Das heißt, dann kann der Prozessor entsprechend schnell auch darauf reagieren. Das ist für Mikrocontroller-Programmierung auch ganz interessant. Hier schon ein bisschen Overkill, aber macht das Ganze ganz hübsch und handelbar. Und dann loopen wir eigentlich nur noch. Ja. Ja, vielen Dank. Also das war die Software, die Nico teilweise schon bereit hatte und teilweise erst dann an dem Abend angepasst hat. Und im Endergebnis kann man sagen, das Ding steht wieder im Museum. Kann wieder benutzt werden. Ein Raspberry Pi werkelt jetzt unter der Haube. Ich glaube, in der Tat unter der Haube. Ne? Die Lautsprecher hast du auch unter der Haube untergebracht? Nee, die haben wir so nebendran. Die hast du so nebendran gestellt, ja. Genau. Und das Ganze hat jetzt eine deutlich einfachere Verkabelung, wie Sie sich vorstellen können. Und der Martin war dann noch so nett und hat uns noch einen Presseartikel geschrieben, der dann sogar vom Wochenspiegel aufgenommen wurde. Sogar vom Wochenspiegel. Und von rund um Hermeskeil. Ja, also nicht zu unterschätzende Media-Coverage für das Maschinendeck. Gut, ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, da waren jetzt zwei, aber erstmal hinten. Also erstmal, um die Frage zu wiederholen, die Frage war, ihr habt bei eurem Projekt festgestellt, dass teilweise trotz Pulldowns
beziehungsweise Pull-Ups irgendwie noch Störungen aufgetreten sind. Und im Grunde können die immer auftreten. Ne? Das ist das Problem. Also mal mit dem Pull-Down oder Pull-Up kann man das wirklich sehr stark, sag ich mal, begrenzen. Aber es ist natürlich keine Allheillösung. Vor allen Dingen, weil wir ja auch mit hohen Widerständen arbeiten, also 10K oder größer Limits dabei. Ich glaube, in Python ist es, glaube ich, sogar 20K, was drauf ist. Aber durch Induktion, gerade wenn du einen langen Kabelkanal hast, kann da immer noch was übersprechen. Gerade wenn du dann dort auch höhere Leistungen drüber transportierst. Und da ist es wirklich immer das Beste, dass man diese Signalstrecke praktisch von Schalter zum Mikrocontroller so kurz wie möglich hält, wie bei uns jetzt. Wir haben jetzt auch noch den Luxus, dass wir jetzt noch einen Metallkäfig drumherum haben, sozusagen. Ja, das hilft natürlich auch. Das hilft weiterhin ganz gut. Aber im Prinzip, das Beste ist, entweder die Kabelstrecke so kurz wie möglich halten oder eventuell noch ein Zwischenglied machen. Das heißt, irgendwie einen Abmeldprozessor nehmen, so einen kleinen Arduino oder irgendwas, den dann direkt dann dort diese Sachen abgreifen lassen und dann über den dann als I2C oder irgendwas Digitales praktisch das übertragen lassen. Dann hat man dann auf jeden Fall eine Entstörung in dem Fall. Geschirmte Leitung wäre auch eine Idee, das kann man auch natürlich versuchen. Wenn man das Ganze wirklich dann Schirm drum macht, den vielleicht noch auf Ground liegt. Kann man im Prinzip kann auch helfen, ja. Wenn es ein geschirmtes Kabel ist, die sind ja nicht alle geschirmt, genau. Ja. Ist auch ein Problem. Dann bin ich draufgekommen, es gibt in der neuen Bibliothek TPIO gibt's einen Tag, wo die Entbrennung macht. Debounce bestimmt. Debounce. Ja. Kann man dann auch so lösen. Macht er es dann tatsächlich in Hardware? Also ich meine, ob die, wenn man ins Flex setzt, ob das dann tatsächlich in Hardware stattfindet oder im Treiber? Unbekannt. Okay. Also nochmal für alle, die über den Stream zugeschaltet sind, beziehungsweise das hier nachher auf Video schauen. Also die Aussage, der Tipp, beziehungsweise insbesondere da hinten aus der Ecke, war natürlich, man kann auch einen Kondensator dazu schalten, der das Ganze natürlich auch deutlich mindert. Ja? Den Eingang des alten Spice mit einem Also die Frage war, ob man den Eingang des Pis mit einem Optokoppler auch entprellen kann. Ist eigentlich ein bisschen eine andere Baustelle, soweit ich das sehe, oder? Also insofern ja, könnte vielleicht sogar, weil der Optokoppler natürlich erst ab einem gewissen Level, sage ich mal, überhaupt erst anzieht. Der wird anfangs, wenn sehr kleine Spannungen fließen, natürlich erstmal das Ganze auch wie so eine Art Filterglied auch erstmal das Ganze machen. Ich würde ihn aber eher, sage ich mal, für Signalübertragung wirklich direkt verwenden dafür. Ich glaube, das wäre dort besser tatsächlich aufgehoben. Aber man könnte es tatsächlich mal probieren. Ich glaube, das wäre eine sehr kreative Art und Weise, das Problem zu lösen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein, ja. Es darf halt kein besonders schneller Optokoppler sein, sonst hat man das gleiche Problem wieder. Ja. Quatsch. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Das heißt natürlich, dass du den Taster, den Stromkreis des Tasters, die separate Stromquelle verursachen. Ja. Gut. Noch weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank. Ja, auch von mir danke an Nico Maas, Daniel Fett und gerne. Martin Strube. Ja, es geht dann in einer halben Stunde mit den nächsten Vorträgen weiter. Zwischenzeitlich findet wieder in dem Nebenraum eine Vorstellung von Robotern statt und auch in einer halben Stunde geht der zweite Workshop los. Ja, bis nachher.